Der Nationalpark Neusiedlersee gilt als Paradies für Zug- und Waldvögel. Sie nutzen die Salzlacken zum Ausrasten und auch zum Brüten. Wenn der Grundwasserspiegel aber weiter sinkt, drohen die Lacken zu verschwinden. Nach und nach und damit auch die Vögel. Sophie Weinhandel berichtet. Der Nationalpark Seewinkel ist ein einzigartiges Salzgebiet in Europa. Doch die Lacken sind bedroht. Starke Trockenheit und ein ständig sinkender Grundwasserspiegel führen dazu, dass immer mehr Lacken verlanden. Etwa 30 sind jetzt noch intakt, 140 waren es früher einmal. Für die Vögel sind die Salzlacken eine wichtige Drehscheibe auf ihren Flugrouten. Die Vögel kommen daher. Im Frühjahr kann man das so sehr gut beobachten von den Überwinterungsquartieren. Haben eine Strecke von 4.000-5.000 Kilometer im Direktflug hinter sich. Der Sprit ist aus, also die Kraftreserven sind ausgezehrt und die brauchen natürlich eine Nahrung und eine Rastmöglichkeit, eine Nahrungs- und eine Rastmöglichkeit, um die Reserven, um die Treibstofftanks quasi wieder aufzufüllen. Das sind im Wesentlichen Fettreserven, die dann wieder aufgefüllt werden. Verschwinden die Salzlacken, verschwindet auch die Nahrungsgrundlage der Vögel. Zum Beispiel kleine Krebse, die im salzigen Wasser leben. Die Auswirkungen des Lackensterbens werden als erstes an den wassergebundenen Vogelarten sichtbar. Die Anzahl geht zurück. Es ist so, dass man in der Population, das heißt, wie viele Brutvögel es gibt von diesen wassergebundenen Arten, also ob das Limikolen sind, ob das Entenvögel sind, das zuerst sieht. Und als zweites sieht man es dann an den Durchzugsvögeln. Das heißt, dass einfach weniger Individuen dann durchziehen. Um das Wasser zu halten, braucht es durchdachte Maßnahmen. Ein Großteil des Grundwassers wird nämlich zur Bewässerung der riesigen Gemüse- und Obstkulturen im Seewinkel verwendet. Die burgenländische Landesregierung hat im Vorjahr begonnen, sich verstärkt um eine bessere Wasserwirtschaft zu bemühen. Einerseits hat man die Bewässerungsmaßnahmen durch die Landwirtschaft massiv eingeschränkt und nur mehr quasi in den Nachtstunden erlaubt. Und andererseits auch aktive Maßnahmen wie der konsequente Rückstau von den Drainagegräben, die den Seewinkel durchziehen. Also da ist man wirklich von der Planung schon in die Maßnahmenumsetzung gekommen und da sind schon etliche Wehranlagen errichtet worden, dass man wirklich jeden Tropfen Wasser in der Region zurückhält. Mit einem Managementplan, den der Nationalpark Anfang des Jahres vorgelegt hat, soll der Grundwasserspiegel gehoben werden. Zusätzlich werden mögliche Änderungen in der Landwirtschaft untersucht und die Bewusstseinsbildung vorangetrieben. Auch EU, Bund und Land stellen Mittel zur Verfügung, um die Salzlacken zu retten. 12 Millionen Euro sind dafür das sogenannte Pannonic Salt-Projekt vorgesehen. Im Kampf um das Naturjuwel wurde in der Vergangenheit sogar schon händisch Salz in die Lacken gekippt. Ja, dieses Nachsalzen hat man versucht. Das ist halt eine Sisyphusarbeit. Die einzig sinnvolle Maßnahme ist wirklich, sich zu überlegen, wie man den Grundwasserhaushalt so managt, dass auf der einen Seite das für die Landwirtschaft passt und auf der anderen Seite das für die Lacken noch okay ist. Und es gibt Hoffnung für die Umweltschützer. Sie begrüßen das Renaturierungsgesetz, das die EU-Kommission letzte Woche beschlossen hat. Und im Rahmen dieses Restoration Laws ist das Thema Wiederherstellung ein ganz zentrales gewesen. Und diese Lacken kann man wiederherstellen, indem man den Grundwasserstand anhebt und versucht, die Entnahme des Grundwassers zu drosseln, sodass nicht jede landwirtschaftliche Kultur quasi bewässert werden kann. Die Idee ist halt, auf Kulturen umzusteigen, die weniger Wasser benötigen und hier an diesen pannonischen Raum angepasst sind. Damit das Lackensterben gestoppt wird, müssen sich also alle, die am Wasser dranhängen, beteiligen. Ansonsten würden nicht nur die Vögel abwandern, auch die Birdwatcher im Seewinkel könnten ihre Ferngläser dann zukünftig zu Hause lassen.